Hallo, ich grüße dich ganz herzlich hier aus dem wunderschönen Bali. Da bin ich heute Morgen angekommen und ja, als ich hier am Flughafen angekommen bin, da habe ich gedacht, irgendwie fühle ich mich gerade wie zu Hause. So dieses tiefe Gefühl ist da angekommen. Das ist was ganz anderes, wie wenn man sonst irgendwo am Flughafen ankommt. Ist alles so fremd und so, auch selbst wenn man an einem Flughafen schon mal irgendwo war. Aber hier war das heute so, ja, ich bin irgendwie zu Hause angekommen. So ein ganz anderes Gefühl. Das ist einfach so diese besondere Energie, die hier auf Bali herrscht. Und wenn man dann hier ins Holiday Garden, ins Resort kommt, da herrscht dann auch nochmal eine verstärkt wunderbare Transformationsenergie. Und ja, ich freue mich riesig. Eine Teilnehmerin vom Retreat ist, glaube ich, schon da. Die werde ich wohl nachher beim Abendessen treffen. Und eine kommt heute Abend spät an. Montagmorgen starten wir ja mit dem Retreat. Und alle anderen, die reisen so ja am Wochenende jetzt an. Genau. Ja, ich möchte dich mal nochmal dazu ermutigen, doch auch dich um deinen Seelenplan mal zu kümmern. Herauszufinden, wie dein Traumleben wirklich ausschaut. Meine Haare sind auch noch ganz nass. Ich komme auch gerade von der Massage, von der balinesischen Massage. Bin also total jetzt hier auch angekommen und total tiefenentspannt. Und noch vor vier, fünf Jahren hätte ich das Leben, das ich jetzt führe, mir in dem Stil, ich habe es mir zwar erträumt, aber es war ja auch noch nicht Realität, aber ich habe an diesem Traum festgehalten, völlig ortsunabhängig zu leben und mich dort an den schönsten Orten dieser Welt aufzuhalten, wo es mir gerade gefällt. Ich bin ja jetzt zunächst mal alleine hier, aber in 2 Wochen kommt die komplette Family nach, mein Mann, meine Kinder, und dann verbringen wir hier noch eine wunderbare Zeit. Und meine Liebe, ich kann es nicht oft genug sagen, das ist auch für dich möglich. Ganz gleich, in welcher Situation du gerade steckst, ganz gleich, ob du jetzt gerade eine Idee hast schon, wie dein Seelenplan ausschaut, dein Herzensberuf, dein Seelenberuf, ganz gleich, in welcher finanziellen Situation du gerade steckst oder in einer partnerschaftlichen oder beruflichen Situation. Es ist für dich möglich. Du darfst nur einfach damit beginnen, dich damit zu beschäftigen, was dich ausmacht, was dich einzigartig macht. Und dann einfach dem Ruf deiner Seele folgen. Bei mir ist es einfach, dass ich ja den Wunsch hatte, diese wunderschöne Welt mehr zu bereisen und mich dort aufzuhalten, mit meinem Mann, mit unseren Kindern, wo es uns einfach gerade gefällt und nicht nur einmal im Jahr irgendwo Urlaub machen. Früher war Urlaub ja auch für uns aus finanziellen Gründen nicht großartig möglich. Für dich kann es was ganz anderes sein. Ich werde ja auch dieses Jahr noch meinen Wohnsitz aus Deutschland verlegen nach Zypern. Das steht auch noch an und das sind alles Dinge, die jetzt zu mir passen. Und du darfst für dich herausfinden, was genau zu dir passt, was dein Herzensding ist, wie dein Leben ausschauen sollte nach deiner Idealvorstellung, nach deinem Herzen. Alleine mit deinen Kindern, mit deinem Mann, mit deinem Partner, wie auch immer. Das ist der allererste Schritt, dass du dich damit einfach mal beschäftigst. Denn das ist letzten Endes auch die Motivation dann, auch am Ball zu bleiben und nicht aufzuhören, dieses Ziel aufzugeben. Denn solche Ziele, mit diesen Zielen bist du definitiv mal hier auf unsere wunderschöne Welt gekommen, auf Mutter Erde gekommen. Es ist nur verschüttet worden. Und deshalb möchte ich dich auch mal dazu ermutigen, wirklich dir auch dein Traumleben zu erschaffen und dich damit ja zu beschäftigen, was genau wünschst du dir, wie genau sollte dein Leben nach deinem Herzen ausschauen. Ist es ortsunabhängig, ist es einfach an einem festen Ort, in der Natur, im Süden, im Norden, ist es in Deutschland, Österreich, Schweiz oder in einem anderen Land, ist es alles möglich. Du darfst es dir nur erlauben und dann kannst du es dir auch kreieren. Ja? Also, ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße hier aus Bali. Bis ganz bald. Tschüss.